So, meine Lieben, da ist er wieder. Nochmal zu einer Runde. Mehr oder weniger Test halt immer noch, aber ja. Machen wir denn jetzt? Ich hatte jetzt eigentlich zuletzt gerade mal repariert, ne? Ja, genau. Fahren wir doch einfach noch mal eine Tour. Ladungsmark, weil ich meinen eigenen Hänger habe. Zap. Oh, für 70.000. Das ist ganz schön lang, die Strecke hier. Ah, das sagt uns dann schon eher zu hier gerade. Dann wollen wir mal. Jetzt hoffentlich ohne Mikrorücklerchen. Jetzt das Fast-Sync, also vertikale Synchronisation auf schnell aus. Ich glaube, das ist keine gute Idee zum Aufnehmen. Allgemein zum Aufnehmen und Streamen. Es gibt so Mikrorücklerchen. Die 30 FPS sollten eher nicht das Problem sein. Eigentlich nicht. Ich sehe sie allerdings schon in OBS, das ist natürlich auch doof. Das muss besser gehen. Aber das haben wir gleich. Ich hoffe, ich war schnell genug. Schauen wir mal. Test, Test. Ja, doch, das war wohl schnell genug. Alles klar. Jo. Bin mal gespannt, ob die Bildqualität sich jetzt rapide verändert hat oder nicht. Durch das Umstellen. Ich bin nämlich gerade von x264 auf der CPU gewechselt auf Grafikkarte. Oh yeah. Jetzt wird's lustig hier. Ja, komm, Enter und tschüss. Machen wir es uns einfach. Hey, Retrobox. Dir auch einen guten Tag. Passt ja eigentlich sogar, ne? Das Spiel hier ist ja mittlerweile auch schon ein paar Tage alt. Das ist ja eigentlich auch schon Retro, ne? Ich glaube von 2012, ne? Da kam das mal raus. So, bei dir muss ich auch mal wieder vorbeischauen. Ja, schön. Eigentlich war gerade frei, ne? Danke dafür. Naja. Freihändig. Ja, irgendein Bus-Simulator habe ich auch. Und ETS 1 habe ich auch gespielt gehabt, Retrobox. Rot! Ja, komm, jetzt kann ich auch rüberfahren. Wenn ich eh schon das Bußgeld bezahlt habe, ne? Ja, da kann man natürlich auch einiges an Kaffee bei trinken. Das ist wohl wahr. Aber eigentlich ist es auch ganz praktisch, kann ich dir ja auch mal zeigen. Ich habe mit einem kleinen Trick das Spiel auf zwei Kernen laufen, nämlich hier auf dem zweiten und auf dem dritten.
Der erste und der vierte Kern, da läuft halt natürlich das Betriebssystem normal drauf und so weiter. Ich meine, das mit der Zugehörigkeit im Task Manager, das kennt man ja. Ich habe aber auch schon mal ein Video gemacht auf Tech Experience. Mit Easy Tools konnte man das auch recht komfortabel einstellen. Es gibt da noch was Besseres. Das integriert sich schön in Task Manager und da gibt es noch ein paar interessante Gesichtspunkte. Ansichtspunkte. Doom mache ich vielleicht später mal noch heute. Das habe ich auch noch vor. Passt auch zu meinem Video, was ich davor habe, auf meinem Tech Experience Kanal. Bin nämlich gerade noch ein bisschen am Basteln, so von wegen FPS und Frametime. Hab gerade wegen Doom, nämlich bei GZ Doom, hatte ich nämlich rausgefunden, dass da ein FPS-Limit zu setzen eine verdammt schlechte Idee ist, weil es gibt dann so eine Art Rückkopplung auf der CPU und dann glühen die CPU-Kerne. Unnötig, auf 100%. Und wenn man dann kein FPS-Limit drin hat, ja, dann hat die Engine halt ihre 200 FPS und verbraucht fast gar nichts an CPU dabei, lustigerweise. Sprich, FPS-Limiter ist eigentlich immer eine gute Idee, eigentlich, um die Frametime zu stabilisieren, aber offenbar bei OpenGL eine schlechte Idee. Weil dafür, dass die Grafikkarte dann weniger qualmt, qualmt dann einfach mehr die CPU und ja, das macht nachher keinen Sinn, ne? Wenn du da Strom sparst und da wieder verbrauchst, dann ja, dann lass doch mehr FPS laufen und verbrauch genauso viel Strom, ne, quasi. Ist hier aber kein Problem bei dem Spiel. Es ist ja Direct 3D, D3D 9 und witzigerweise ist es da halt nicht so. Und ja, wenn ich dann noch V-Sync schnell bzw. Fast-Sync aus habe und dann hier mit dem FPS-Limit dabei gehe, dann funktioniert das sogar besser. Funktioniert halt anders wie OpenGL, ne? Ich bin dann noch so ein bisschen am Forschen. So dass man halt wieder mal brauchbare Einstellungen schön in einem Video auch mal teilen kann. Ne? So dass jeder was davon hat. Kurz angucken, währenddessen nachmachen und glücklich sein. So, muss ich tanken? Nein. Kann ich voll durchziehen. Der wollte überholen, ne? Das war wohl nix. Ich wette, ich könnte hier die FPS noch weiter runterdrücken. Eigentlich. Ich glaube, das probiere ich auch gleich mal, sobald ich hier über die Schienen rüber bin. Ach, das sind gar keine Schienen, das ist eine Kreuzung. Auch gut. Das sah erst so aus der Ferne. Wipeout 30 FPS, okay, interessant. Ja, aber gut, also so uralte Spiele, wie du schon Pentium 2 erwähnst. Also das Doom lief ja normalerweise früher auch mal auf MS-DOS, vielleicht mit maximal mal 30 FPS. Ne? Aber gut, GZ Doom ist halt ein Source-Port und dann verhält sich das alles sowieso nochmal ganz anders. Ich habe zum Beispiel auch Wolfenstein New Order. Und The Old Blood müsste es sein. Diese Spiele musst du mit V-Sync spielen. Das geht einfach nicht anders, weil das Spiel einfach sonst auch, genauso wie dein Wipeout jetzt gerade, wie du sagst, zu schnell läuft. Und dann gibt es irgendwie eine Seite, die hat sogar auch dieser Hissen mal irgendwo geteilt im PC Games Hardware Forum. Von wegen hier 144 Hertz Monitor und dann kannst du mit irgendeinem Befehl was starten und später steht dann noch was von wegen, kannst was in der Konsole eingeben, dass es wieder nicht mehr zu schnell läuft. Funktioniert bei mir nicht, kein Stück. Ich meine, ich habe zwar keinen 144 Hertz Monitor, aber das Spiel läuft definitiv zu schnell, wenn kein V-Sync läuft. Was man aber machen kann bei den beiden Spielen ist, läuft im Übrigen auch wieder auf OpenGL, dass man spielintern zwar vertikale Synchronisation ausschaltet, dafür aber im Treiber halt das Ganze quasi erzwingt, ne? Mit Triple Buffering. Und dann läuft Wolfenstein The New Order und The Old Blood mit festgenagelt maximal 60 FPS. Wunderbar.
Was bei GZ dumm eine schlechte Idee wäre. Allerdings muss ich dir sagen, aus Erfahrung und auch habe ich das von jemandem gehört, ich glaube es war Schakanto, mit dem habe ich auch öfters zusammen mal schon was gezockt. Stream sowie auch Aufnahme hier bei mir auf dem Gaming-Kanal. Wenn du über dem MSI Afterburner und dann dem River Tuner Statistics Server FPS-Limit setzt, dann funktioniert das tatsächlich wohl doch sauberer als wie über den Nvidia Profile Inspector, interessanterweise. Das habe ich auch schon des Öfteren gehabt. Dann hatte ich nämlich sonst in den Aufnahmen oder auch beim Stream dann auch so Mikrostotterer. Aber an und für sich wäre es natürlich sauberer, wenn man den Afterburner mit dem RTSS, sage ich jetzt mal als Kürzel, nicht mitlaufen hat und natürlich über den Treiber das regeln kann. Das ist natürlich irgendwo auch logisch, ne? Wohl läuft dann halt weniger Anwendung auf dem Rechner. Da freut sich dann die CPU drüber, ne? Weil sie weniger zu ackern hat und der Arbeitsspeicher ist dann ja auch ein bisschen freier. Aber ich meine, gut, bei mir ist das hier sowieso mit 32 GB RAM in meinem System wahrscheinlich völlig obsolet, ne? Man könnte natürlich noch über das Hooking nachdenken, so, das braucht halt ein bisschen Leistung und kann auch so gewisse merkwürdiges Verhalten verursachen, aber gut. Ich benutze eh OBS Studio und keine Capturing Card, insofern ist das eh passé. Wenn es passiert, passiert es sowieso, da komme ich gar nicht drum rum, ne? Ich bin halt und trotzdem damit recht erfolgreich, wenn es vernünftig konfiguriert ist, dass man, wenn man mit dem Rechner streamt und aufnimmt, worauf man eh zockt, dass man da keine Capturing-Karte braucht. Und wie man sieht, funktioniert das ja auch ziemlich gut, ne? Es wäre halt bescheuert, in denselben Rechner das Bild wieder reinzupacken, das Signal, wo das Signal auch rauskommt. Dann kann man es auch gleich intern abgreifen, weil es ist ja schon drin, ne? Das macht ja Sinn. Wenn, dann müsste man eine Capturing-Karte haben, die auch irgendwie Leistung hat und dann selber encodiert, ne? Wo dann nicht NVENC, also die Grafikkarte, dann irgendwie nochmal was machen muss oder die CPU mit x264, sondern die Capturing-Karte das selber macht. So, das würde dann Sinn machen, ne, wenn ich das Bildsignal aus dem Rechner rausschmeiße und wieder in denselben Rechner reinstecke. Ja, das Tollste wäre natürlich, wenn man einen Zweitrechner am besten mit Ubuntu, Linux oder so hat und dann da OBS Studio drauf laufen lässt. Ne? Das wäre natürlich noch mit am praktischsten. Ja gut, kommt natürlich auch auf deine Einstellung vom Spiel an, ne? Wenn du da nicht zu krass Gas gibst mit den Texturen und so, dann brauchst du auch keine 8 GB. Ich benutze hier jetzt gerade eine GTX 1060 tatsächlich. Und die hat sogar nur 3 GB, also es ist die 3 GB Version, ne? Gucken, ich drossel hier mal die FPS im RTSS auf 75 runter. Das sollte das Spiel eigentlich auch mitmachen, sogar während des ganzen Gemache hier. Ja. Sieht jedenfalls gut aus, ne? Vorher war es gerade auf 90, das Limit. Das macht dem gar nichts, ne? Es läuft genauso flüssig wie zuvor auch. Es droppt ja sowieso ganz gerne mal, ne? Ich glaube, wenn ich in der Innenstadt bin, dann sogar auch unter die 60 FPS, aber es läuft eigentlich halt trotzdem flüssig. Und in meinem letzten Stream gerade war meine Einstellung wohl ein bisschen fail. Vor allen Dingen Fast Sync war an und dann gibt es so oder so diese Mikro-Rucklerchen. Ja, ist auch kein Wunder, ne, wenn sie da 4K-Texturen und bliblablubber. Braucht ja eigentlich auch kein Mensch. Nicht wirklich, ne? Wenn ich einen guten 1080p-Bildschirm habe und da mal ganz nah rangehe, dann sehe ich da auch da dann schon fast keine einzelnen Pixel mehr. Und da man einen gewissen Sitzabstand hat, ist das. Ja, naja. Alles so eine Sache, ne?
So, und ich heiz hier wieder mit 120 und sonst was Klamotten über die Bahn. Bügeln den Asphalt hier. Ui! Shit! Das ist mir aber auch schon lange nicht mehr passiert. Was mache ich denn jetzt? Ist mir die Kiste echt umgekippt in der Kurve, ne? Ja, Hauptsache alle Regler auf Ultra, genau. Wobei, hier habe ich jetzt auch, ich meine, das ist ja auch ein etwas älteres Spiel, ne? Hier kannst du richtig Gas geben, ne? Guck mal, hier Skalierung auf 200%, ja, das ist bei 1080p dann ja das Doppelte, dann sind wir bei UHD oder was, ne? Das ist dann ja, das ist ja das spielinterne Downsampling. Und hier ist auch alles eigentlich maxed out, ne? Also es ist noch nicht mal der Standardschalter Ultra, sondern das ist schon selber eingestellt. Und ja. Ja, kacke, jetzt liege ich hier auf der Seite mitten auf der Bahn. Irgendwie konnte man doch einen Notruf absetzen hier, ne? Mir war so. Dienstleistung anzeigen, Eingabe. Zur Werkstatt abschleppen. Ah, das ist alles Mist. Alles Mist. Wie sieht's denn mit dem Laden aus? Autospeicherung. Na komm, das probieren wir mal. Gucken, wo er da lädt. Wo ich da hinkomme. Hauptsache, ich lieg nicht mehr auf der Autobahn auf der Seite. Er hat irgendwann zwischengespeichert hier, ne? Wo ich hier auf der Tour bin. Mitten im Spurwechsel, ist natürlich auch cool. Nicht mit dem Busfahrer reden. Aber das scheint ja schon meine Tour zu sein, oder? Die ich jetzt hier gemacht hatte in diesem Stream. Ja, das kommt schon hin. Ich hatte irgendwie zuletzt, wo ich geguckt habe, noch 200 Kilometer zu fahren, ne? Ja gut, das hat er mir 80 Kilometer geklaut ungefähr. Na gut. Was jedenfalls interessant zu sehen ist, obwohl man bei diesem Spiel ja eigentlich auch einen Vierkerner empfiehlt, ne? Ich habe das ja nur auf zwei Kernen laufen. Ich habe CPU 0 und CPU 3, das ist ja quasi der erste und der vierte Kern, abgeschalten. Und Hyperthreading habe ich natürlich auch aus, deswegen sieht man da auch nur vier Threads, ne? Bei meinem i7. Ich habe ja noch die gute alte Sandy Bridge, den 2600er und nicht mal K. Nicht wundern über die Taktraten, das geht übers BIOS, über die Multiplikatoren vom Turbo. Ich kann den trotzdem übertakten. Aber alles im Rahmen. Ich habe ja einen Towerkühler drin und so, ne? Alles easy. So, von der Temperatur auch. Ich glaube, ich habe immer so 10 Grad Celsius Luft, ne? Package, was er mir da anzeigt. Ich glaube, 70 Grad wäre so das Maximum, was sie über längeren Zeitraum vertragen sollte, was da empfohlen ist von Intel. Lass ihn glühen. Gigahertz Einkern CPU. Ja, das ist jetzt halt der Trick daran gerade, ne? Ich glaube, dadurch läuft das Spiel jetzt bei mir gerade auch eh besser, weil er tatsächlich die Einzelkernleistung auch tatsächlich ansprechen kann, ne? Und so brauchst du keinen Vierkerner, sondern könntest es theoretisch auch mit dem Dual-Core spielen, wenn er den Takt da hätte, ne? Und in etwa dieselbe Performance von der CPU, die ich hier habe. Ja, so ist es leider nicht mit dem Multiplizieren, ne? Ich meine, das Betriebssystem darunter und so, das profitiert so oder so von Mehrkern. Das kann das ja alles irgendwie nutzen. Auch wenn Hyperthreading irgendwie oft nicht so wirklich was bringt, wie man das glaubt. Videoschnittprogramm manchmal, ja.
Zumindest bei mir mit dem NCH Videopad, aber das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Und irgendwie auch nicht immer, nur manchmal. Deswegen habe ich es einfach mal abgeschaltet, gerade weil es beim Gaming ja auch tatsächlich was bringt, ne? So, ich mache dann hier jetzt aber erstmal einen Cut und Schluss und so. So aus dem Real Life raus. Man muss ja auch mal was essen, ne? Und ja, naja. Nehmen wir nochmal einen Schluck Kaffee. Jo, Leute. Denn macht's gut oder besser, ne? Erst einmal. Und später kommen wir dann nochmal zu einer Runde Doom zusammen vielleicht. Gothic 3 lief für mich erst mit dem 1090T richtig rund. Ah, der 6-Kerner, ne? Ich hatte mal einen 1050T gehabt und den habe ich auch ziemlich übel getreten. Der wäre heute echt eigentlich auch noch sehr interessant, dieser Prozessor. Aber gut. Wie gesagt, macht's gut oder besser. Vielleicht bis später bei einer Runde Doom, ne? Haut da rein.